Ich knüpfe an der letzten Folge an. Mache ich ja praktisch immer, aber weil ich gesagt habe, BRR sollte besser dastehen als am Ende des letzten Rennens. Wir bleiben da und tragen dazu bei oder vielleicht auch überhaupt nicht, aber das wird sich zeigen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Los geht's, wird's regnen? Nö. Das mit. Wir wollen das für BRR besser darstellen lassen. Kaum Geschwindigkeit drauf, aber auf die Seite gelegt. Wäre bei Codemasters undenkbar. Überhaupt sich überschlagende Autos. Flup. Ah, Mann. Hat niemand gesehen, einmal ist kein Mal, auf ein weiteres Mal. Ohne Regen. Beiden Jaguar. Jetzt kommt der Benton rechts an. Der Bennett will nicht vorbei. Genau. Hab hier gerade wieder das Bild vor Augen, wie Stroll Vettel abgeräumt hat nach dem Rennen. Williams gegen Ferrari, das war 2017. In der Auslaufrunde, wie Stroll da einfach geschlafen hat. War halt genau die Stelle. Zwei Autos bekommen, wäre schon cool. Jawoll! Oh, da ist ein Ferrari aber weit hinten. Die haben es sogar berührt, der Jaguar und der RS. Aktuell auf der 14. 14. Schwung holen. Mitnehmen. Und? Ah ja, war leider auch Schwung, weil er Windschatten hat. Schade. Wie breit die Strecke ist. So cool. Kommen wir wenigstens den Jaguar? Ja. Komm, fahr vor. Jetzt kommt der andere auch noch an. Wo ist er denn? Also. Oder ist es der richtige? Keine Ahnung, aber ein Jaguar ist wieder vor uns.
Kommt auch weit nach außen. Eieiei. Formschaltung im zweiten Gang sein. Aber der Jaguar zwingt uns in den ersten. Jaguar hinter uns. ...36,9 Michael Schumacher. Der Jaguar fährt in die Box, hä? Das wirkt so. Was war das denn? Rosa macht Faxen. Es gab einen Angriff. Ja, er hat sich verteidigt, aber dann kommt er weit nach außen. Greift seinen Teamkollegen an. Man sieht im Rückspiegel leider nicht viel von. Jetzt haben wir eine gute Lücke nach vorne, weil ich ja auf den Jaguar warten muss, den ich da getroffen habe, bekommen habe. Nämlich ja. Na, zu viel Gas gegeben, Mist. Gut, der BRR durch die Linkskurve kommt, krass. Ist der Jaguar wieder ganz nah dran. Wie war das mit vom Scheitel im zweiten Gang? Da habe ich jetzt geschlafen. Der Ball macht gut Druck. Schon wieder eine 36,9 für ihn. Aber eine bessere. ...41,444. Thank you.
Mist, noch mehr auf den Vordermann verloren. Nicht falsch rum durch die Kurve genommen. Hat sich um 8000stel verbessert. Ein halt Schritt, das ist ja doof. Ich kann jetzt auch nicht sagen, komm, dann schnappen wir uns zusammen den Franzen, der entfernt sich ja eher von uns. Der Dunkelblaue. Zwei Zehntel schneller. Etwas weniger als 2 Zehntel, aber immerhin schneller. Oh, 7-0, nicht schlecht. Haben wir uns verbessert. Ja, gar nicht viel. Ich meine, keine Dreier und so. Ausfälle hatten wir noch keine. Alle 22 laut Lenkrad und rechts noch am Rennen. Abstand zu seinem Teamkollegen oder zu seinem Hintermann. Ich glaube, es ist sein Teamkollege, ist aber auch nicht groß. Wir hängen hier gerade mitten drin voll fest. Also mitten im Feld, so Platz 13. Wie er trotz Windschatten auch einer leicht ist, einfach nicht rankommt, nicht ernsthaft. Wird beim Kommen aus, kein wichtiger Meter. 49, 6 mal. Und 7-3 nach vorne. Oh, da waren Spuren. Nee, waren die, die waren noch von unserem Überschlag, weil da hat sich der Dunkelblau gedreht, glaube ich. Also, der hat sich gedreht, aber ich glaube, die Spuren, das sind eben genau seine. Gerade noch den Dreher vermieden, aber der Wein kommt nicht vorbei. Das wird auf jeden Fall mehr sein. 7-3 nach vorne. Der La Rosa ist seinem Teamkollegen näher gekommen, weil wir ihn auch aufgehalten haben. 42er. Okay.
Franzen freut sich, glaube ich, gerade sehr. Ah, jetzt geht's los, gelbe Flagge. Ist schon wieder losgefahren, weil die Lücke zwischen uns und Franzen groß genug war, schätze ich. Aber er stand irgendwo links außen, ich habe es nicht bemerkt. Ah, da vorne ist wer. Jean Lesi, aha. Ich schätze mal einen Fahrfehler, weil der Hintermann ist weit genug weg, oder? Na? Okay, Schlupser. Fahrfehler ja, aber von seinem Hintermann. Und er kann einfach so weiterfahren, der Heidfeld, der Superplatzierer vom letzten Rennen. War aber knapp mit dem zweiten Gang vom Scheitel. Schau, nee, sie dürften es aber davon fahren, weil da ein zu gutes Auto hat. Der Irvine hat Bock. Ganz nah dran, wir können besser beschleunigen, eher aufs Gas steigen und dann ist er erstmal weit weg. 40,4. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Sechser vorne, mal im Auge behalten, der wirklich schneller ist. Ich glaube, ja. Sieht auf jeden Fall nach mehr als 3,6 Sekunden aus. Oh, was ist nach vorne los? Ist ein Auto zu sehen? Franzen wird es ja wohl kaum sein. Zumindest nicht ohne Fahrfehler. Der Wein ist immer so verdammt nah dran in der letzten Kurve. Konnte zwar noch nie ernsthaft ansetzen, aber ist halt nicht weit weg. 40,2, sehr schön. Ist auf jeden Fall zu spät gebremst. 3,8. Jetzt da richtig nah dran. Hey, lasst es doch bei Doppel. Oh, bei Doppel rechts macht man das nicht. Jetzt hat er ganz schön verloren. Da vorne schon eine Berundung, auch für uns. Scheint so, Alesi, das ist doch ein dunkles Auto in Minardi, oder?
Ja, auch der Jordan hat gelb, aber... gelb, schwarz. Hat überwiegend gelb. Ich glaube, vor uns ist ein ziemlich dunkles Auto, also dann eher Minardi. Aber er denkt sich auch schon fast das ganze Rennen, jetzt hat er endlich ab, jetzt hat er eine Chance. Den kriegen wir wieder. Hier links außen ansetzen, damit wir in der nächsten eben dann links Kurve innen sind. Hat ein Ferrari auf der Leinwand gezickt. Oh, sogar der sechste Gang vor der Doppel rechts ist sehen. Der Jaguar ist wieder da. Aber sowas von. Macht denn sein Teamkollege, ist ja auch noch ein Rückspiegel zu sehen? Ja, ganz leicht. Von diesen zwei. Minardi, der berundet wird, wird's. Minardi, der berundet wird, wird's aber nicht sein, sonst würde der schon links uns deutlich näher gekommen sein. Bin mal gespannt, ob es Irvine noch vor uns ins Ziel schafft. Frag mich auch, ob er schneller fahren könnte, wenn er freie Fahrt hätte. Man sieht ihn im Rückspiegel nicht, aber man hört ihn links. Könnte er mal auftauchen, also mal rüberschnipsen, aber nee, ist nicht. Jetzt wird er wieder zu viele Meter. 42,1. Also einen Zweikampf nach vorne sehen wir in diesem Rennen wohl nicht mehr. Der wird uns auch nicht überrunden. Wir fahren gleich noch 4 Runden. Eine Rundung davon, und zwar einer, der gar nicht so lahm ist.
Der Irwin hat seinen Spaß, uns hinterher zu fahren. Zeit 40,8. Okay. Geht besser. Hey, wir haben einen Zehntel auf Irwin gewonnen, da stand vorhin der 06. Nicht schlecht. Jetzt ist Irwin aber gerade weit weg. Er kommt zwar hier wieder ran, aber er ist relativ weit weg für seine Verhältnisse. Wie war das mit der zweiten Ganggeschichte? Oh Mann. Das darf er nicht davon ziehen. Nicht drehen. Scheiße, er dreht sich. Dann fahr ich weiter. Wieso bremst denn der da auch so früh? Ja, ich fahr drauf, das ist das Problem. Dennoch, er hat viel zu früh gebremst. Damit sind wir Irwin los, aber der nächste Jaguar ist bereit. Oh, dieses Irwin los geworden sein, das ist doof. Ob Irwin schon weiterfährt? Er wartet auf uns und setzt sich mit einer Runde Rückstand genau in unser Getriebe. Das hier ist die drittletzte Runde, Potenza. Deine Hose ist jetzt weg, das macht so keinen Spaß. Hätte ich meinen Kollegen hier, mit dem ich Spaß hatte, einfach mal nicht angeschoben, ja. Hätte wäre wenn. Zwei kurze. Na komm schon. Das ist ganz schön weit weg. Hinten ist ein dunkelblau und dann glaube ich ein Arrows zu sehen gewesen, noch kein Irwin. Zwei Runden noch, bekommen wir den Della Rosa? Ich hoff's doch. Auch wenn es gerade nicht so gut aussieht. Weit weg. Gucken, wie er sich nur schnell rechts schnappt. Fühlt gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich bei unserer Paradestelle, wo wir gut Zeit gewinnen. Ganz schön weit nach außen gekommen, nicht gut.
etwas mehr als eine Runde. So wenig. Könnte aber durchaus noch was werden. Ja, das wird auf jeden Fall noch mal einen Zweikampf geben. Mal gucken, mit welchem Ausgang für wen. Da war schon der schwarz-weiß gerierte Flaggenmann zu sehen. Da ist der Rennsieger. Schade. Mist, den sehen wir vielleicht nicht wieder. Abstand viel zu groß, nicht gut. Button, wer ist denn Button hier? Der hält auch gut mit. Der lauert auf einen Fehler von uns. Nee, das wird nichts mehr. Zu weit weg. Wir müssen jetzt direkt dran kleben, um dann mal rausbeschleunigen, was zu reißen. Das wird, denke ich, so nichts. Ah, wird wieder nichts. Ah, knapp nicht, Mann. Ah, wieder knapp nicht. Der Rosa wird auch auf dem Lenkrad vor uns angezeigt. Ist doch doof. 37.000. Der Teamkollege auf der 8, aber ja, man kann festhalten, ein besseres Rennergebnis für BAR als im letzten Rennen. Ja, damit kann ich aber nicht so richtig zufrieden sein. Die 40.2 war die beste, ja. 3.4, 1.1, sagt einiges aus. Okay, na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.